Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite rette die Welt. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie man die Woche 8 Herausforderungen möglichst leicht schaffen kann. Und dazu muss man wie bei jeder Herausforderung als erstes mal einen Farmrun machen, um hier möglichst viele Materialien zu sammeln, die man dann später gut verwenden kann. Dafür ist es empfehlenswert, hier zum Speckfeld zu gehen. Bisschen Speck zu farmen. Kann manchmal ein bisschen schwierig sein, wenn man die Eisfüße hat. So. Das reicht fürs Erste. Danach sollte man weiter hier nach drüben gehen. Blue-Glo kann man auch noch einsammeln. Immer schön mit der Pickaxe drauf. Wenn man dann jedes Mal 2 Hits schafft, braucht 6 Hits, um down zu sein, hat man nochmal ein bisschen Blue-Glo oben drauf. Da oben hat, anscheinend habe ich einen, der den Farmrun auch kennt. Auf jeden Fall, normalerweise geht man dann da oben drauf, weil da auch noch eine Kiste ist. Dann geht man als nächsten Schritt hier rein. Dann ist links dann Kiste, wo der andere ist. Hier sind sogar 2 Kisten. Und dann ist hier oben häufig noch eine Kiste. Hier oben kann man sich dann auch noch mal rausbauen. Dann ist man hier oben in einem Gebäude. Und hier kann man dann auch noch bei den ganzen Tannenbäumen ein paar Geschenke holen. Unter manchen sind welche. Und hier drin, zum Beispiel hier, Geschenke. Daraus kann man auch aktive Energiezellen holen, um dann Waffen zu craften. Wie zum Beispiel eben gerade. Sonst wird das manchmal relativ schwierig, die zu finden. Hier kann man auch noch Speck und faserige Kräuter für Fallen rausbekommen. Und wie ihr es ja vielleicht wisst, gibt es in dieser Challenge die Modifikatoren der letzten 7 Challenges. Allerdings ist nicht jeder einzelne aktiv. Aber zum Beispiel ist es hier nicht so, dass wenn man mit Fernkampfwaffen schießt, man Damage bekommt. So war es ja bei der Ursprungsherausforderung. Ich weiß auch gar nicht, ob man mehr Fallenschaden macht. Das kann man ja schwierig erkennen. Ich nicht genau im Kopf habe, wie viel so eine Falle normalerweise macht. Auf jeden Fall hat man keine Karte. Man hat auch keine... man hat Eisfüße, wenn man es ja sehen kann. Dann hat man zusätzlich auch noch, wenn Gegner Schaden bekommen, bekommen sie Modifikatoren. Und die Zone schließt sich schneller. Das heißt, man kann auch nicht immer auf 25 Blue-Glo im Heizbrenner warten, damit eine neue Vorratslieferung kommt. Weil davor schon das Auge fast ganz geschlossen ist. Es lohnt sich hier wirklich, einen Held mit Phasenwechsel zu benutzen, weil der wirklich schnell ist. Und dann gibt es ja immer zusätzlich noch, dass die Gegner immer in Wellen kommen. Das heißt, am Anfang muss man jetzt die Klein töten. Dann irgendwann Kühlschranktüren und die Großen und Schilder. Da sollte man dann wirklich drauf achten, wenn zum Beispiel die Schwüberwelle kommt, dass man sich einen Raum baut. So ein 2x1 Fallentunnel mit Deckengasfallen bestücken und mit Wandkatapulten. Dann muss man sich da in der Welle reinstellen und die Schwebe haben eigentlich keine Chance, dann da durchzukommen, weil die Deckengasfallen da ziemlich viel Schaden machen. Und wenn dann
Und wenn sie dann zu euch reinkommen, dann müsst ihr einmal ganz außen rum gehen und dann habt ihr sie perfekt outplayed. Sonst muss man wirklich darauf achten, dass man zwischen den Wellen die ganzen Loot-Shops holt, weil die Zone ja relativ klein ist. Ihr seht ja, da hinten endet die schon. Und man kann ja nicht so häufig das auffüllen. Dann, wie bei jeder Herausforderung, sollte man immer schön Fallen recyceln, Waffen recyceln. Und mein Lieblingsheld hierfür ist eigentlich immer der Vollstrecker, weil der eben halt einen starken Teddy hat und auch noch hier diesen, weiß gar nicht wie der heißt, seismischer Stoß oder so, weil man damit eben halt auch gut farmen kann. Und man muss wirklich darauf achten, dass man genug Schrauben hat für Munition. Und sonst crafte ich mir eigentlich immer hauptsächlich Edelwerfer und natürlich das Candy Corn LMG, eine der wichtigsten Waffen eigentlich in diesem Spielmodus, weil man damit eben halt wieder Heal bekommt. Eigentlich war es ja, glaube ich, in der zweiten Herausforderung auch so, dass die Wellen nur 15 Sekunden Wartezeit hatten. Das heißt, es war manchmal ein bisschen stressig. Ich habe jetzt schon ordentlich Waffen eingesammelt und kann mir gleich auch schon stärkere Waffen craften. Hier auch alle Fallen recyceln. Die Fallen braucht man am Anfang noch nicht. Und generell muss man hier aufpassen, weil ich glaube, ab Welle 5 haben die Gegner explosiven Tod. Dann zerstören die alles. Bei den Campusen einfach immer schön mit Phasenwechsel ausweichen. Und ich glaube, es gab noch einen Modifikator der Woche 7. Und da darin, ich glaube, es war ein relativ schwacher Modifikator, mir fällt der gerade nicht mehr genau ein. Auf jeden Fall, wenn man so zu dritt auf den Campus rauf geht, ist der schnell weg. Man bekommt wieder extra Blue Glow. Und es empfiehlt sich auch immer, hier eine schöne Bodenschicht zu bauen, weil man damit dann keine Eisfüße hat. Jetzt zum Beispiel in Welle 2 muss man die ganzen, wie heißen die, Schleuderer... Im Englischen auf jeden Fall diese Pitcher, diese Knochenwerfer töten. Und das ist auch ziemlich easy. Aber man weiß jemand nicht, wo das Spawn ist im Voraus. Deshalb ist das mit den Fallen auch nicht ganz so praktisch. Auf jeden Fall ist das eigentlich ziemlich easy, zumindest 30 Minuten zu überleben. Was war das gerade? Wurde irgendwie da immer reingebackt. Ah, Shotguns sind manchmal am Anfang auch wirklich praktisch, weil sie immer großflächig Damage machen. Und die Kleingegner eben halt auch ziemlich großflächig viel kommen. Und auch hier dieser Stoß. Damit kann man wirklich viele Gegner immer töten.
Wellen sind eigentlich relativ entspannt am Anfang. Irgendwann kommen eben halt auch Smasher-Wellen. Muss man aufpassen, dass alles heil bleibt. Und manchmal brauchen die Wellen auch ziemlich lang, bis sie wiederkommen. Seht ihr, ich muss noch 27 Pitcher killen. Aber die Wellen spawnen nicht allzu häufig. Kann auch manchmal gerade am Anfang mit Nahkampfwaffen kämpfen, weil man damit eben halt auch großen Flächenschaden machen kann. Zum Beispiel dieser Pitcher werden auch sehr leicht damit gekillt. Da gibt es sonst noch etwas, auf was man achten sollte. Genau, man sollte definitiv einen Hexenschutz machen, weil dann irgendwann die Lobberwellen kommen, also diese Hexenwellen. Und da geht dann alles kaputt, wenn man keinen Hexenschutz hat. Falls ihr nicht wisst, wie man einen Hexenschutz baut, kann ich das euch einmal zeigen, wenn ich weiß, wo das Spawn ist. Hier alles eingesammelt. Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Hier unten auch nicht. Gut. Ah, hier ist er. Genau, auf jeden Fall muss man dann... Ich baue hier immer den Durchgangstunnel hin, so. 2x1 Tunnel. Dann hier eine Mauer, damit die da nicht durchkommen. Da muss man so 3 hoch. Also unten hat man die Schicht für die Fallen. Dann noch 3 weiter hoch und dann können die Hexen da nicht rüberschießen. Das ist immer sehr, sehr effektiv. Da sollte man dann auch immer jede Welle so ein bisschen weiterbauen. So ist der nächste 2x1 Tunnel auch schon fertig. Hier kann man wieder schließen. Den Baum einmal abbauen. Und dann immer schön mit Holz bauen. Und so kann man dann auch häufig nochmal die ganzen Loot-Jobs leichter einsammeln. Wenn man sich so einen kleinen Weg nach oben baut. Und sollte aber aufpassen, nicht, dass die Sonne dann immer zu weit kommt. Weil die ersten Sekunden kann man ganz gut im Sturm überleben. Aber danach macht er schon ziemlich viel Damage. So, hier macht man dann die Kante so hin. Mal so. So, und das jetzt Hexengeschütz, die Seite. Hier mache ich dann das auch noch einmal so hin. So. Nein. Das wollte ich nicht machen. So. Jetzt hat man hier schon den Großteil Hexen geschützt. Genauso auch für die Schleuderer. So können die nicht mehr ganz so leicht die ganzen Gegner hier rüberwerfen. Die Welle kann manchmal ziemlich nervig sein, weil diese Schilder eine relativ kleine Hitbox haben. Dadurch jetzt nicht allzu leicht zu attackieren sind. Aber mit einer Pumpgun holt man die immer ganz gut weg. Und genauso mit einem Edelwerfer kann man immer richtig schön in die Masten reinballern. Und das bekommt man dann auch eigentlich alles durch die Loot Drops, so ab Welle 5. Alleine. Es ist auch ratsam, jetzt nicht komplett durchzuziehen mit den Sturmschildverteidigung, weil man dann dementsprechend auch höhere Herausforderungen in Frostnite machen muss. Ich muss zum Beispiel nur eine 40er Frostnite-Herausforderung machen, obwohl ich schon Level 61 bin. Weil ich einfach immer noch nicht die brutal Sturmschildverteidigung 2 gemacht habe.
Man sollte wirklich aufpassen, dass man einfach nicht stirbt. Und hier auch manchmal in diesen Gaswolken kann man relativ schwierig etwas sehen. Auf jeden Fall denke ich mal, dass euch die Tipps, oder hoffe, dass euch die Tipps ein bisschen weiterhelfen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video heute Mittag irgendwann wieder. Oder es kommt nach dem Mittagsvideo. Weil auf jeden Fall gleich, nachdem ich dieses Video mache, wird es nochmal ein Update zu den ganzen Rissen in Fortnite Rettet die Welt geben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.